Ein Expertenteam hat den Auftrag erhalten, Echtheit und Inhalt eines äußerst ungewöhnlichen Dokuments zu prüfen. Unglaublich. Wie kann man ein Judas-Evangelium schreiben? Zufällig entdeckt, zweimal verkauft und einmal gestohlen. In einem Wettlauf mit der Zeit müssen seine Seiten konserviert werden, bevor sie zu Staub zerfallen. Ist das Dokument eine antike Ketzerei, die unter Verschluss bleiben sollte? Oder handelt es sich um einen wahren Bericht, der unser Bild von Jesus Christus ändern wird? Heute können wir es zum ersten Mal lesen. Das Judas-Evangelium. Viele Geschichten ranken sich um die Entdeckung des Judas-Evangeliums. Eine der glaubwürdigsten ist folgende. Ägypten 1978. An den Ufern des Nils geht ein Bauer auf Schatzsuche. Vorsichtig steigt er in eine Höhle. In alten Zeiten begrub man in diesen Kammern die Toten. Unserer Geschichte zufolge sucht dieser Bauer Gold und Juwelen. Alles, was Wert haben könnte. Stattdessen entdeckt er zwischen Knochen eine steinerne Kiste. Darin findet er etwas Unerwartetes. Ein geheimnisvolles, in Leder gebundenes Buch. Ein sogenannter Kodex. Er weiß nicht, dass er einen der wichtigsten Funde der biblischen Archäologie in Händen hält. Ein vor 1800 Jahren verdammtes Dokument, das der vorherrschenden Lehre widersprach. Jahre später, New York im Jahre 2000. Auf dem Weg zum Flughafen erfährt Antiquitätenhändlerin Frieda Nussberger-Tschakos erstaunliche Neuigkeiten. Vor kurzem hat sie den Kodex von einem ägyptischen Händler gekauft. Nun lässt sie ihn an der Yale University überprüfen. Ein Experte teilt ihr die Sensation mit. Er klang ganz aufgeregt und sagte, Frieda, das ist fantastisch. Das sind ganz bedeutende Manuskripte. Ich glaube, es ist das Judas-Evangelium. Tschakos erntet nun die Früchte jahrelanger Nachforschungen. Ohne seinen Inhalt zu kennen, war sie von dem geheimnisvollen Kodex regelrecht besessen. Denke ich darüber nach, ist es mehr als nur eine Mission. Ich glaube, Judas hat mich erwählt, um ihn zu rehabilitieren. Die Schweiz im Jahr 2002. Zum ersten Mal öffnet die weltbekannte Buchrestauratorin Florence Darbre die Kassette mit dem Judas-Evangelium. In 30 Arbeitsjahren hatte sie noch nie eine antike Quelle in so schlechtem Zustand gesehen. Die empfindlichen Papyrusseiten sind in hunderte Teile zerbrochen. Um Antworten auf ihre Fragen zu finden, braucht sie Verbündete. Rodolf Kasser ist weltweit einer der besten Kenner des Koptischen, einer alten ägyptischen Sprache. In dieser Sprache wurde die Schrift verfasst. Es wird Jahre dauern, um alle Teile zusammenzusetzen. Dann können sie ihre von den frühen Kirchenvätern verdammte Geschichte erzählen. Doch selbst in diesem Zustand fällt eine Zeile ins Auge. Es ist der Titel Evangelium Judas. Das Judas-Evangelium. Wer war Judas Iskariot? Der Bibel nach war er der Apostel, der Jesus Christus verriet. Ohne ihn wäre es vielleicht nie zur Kreuzigung gekommen. Obwohl so berüchtigt, wissen wir doch nur wenig über ihn. Er gehörte zu den 12 Aposteln. Er könnte Judäer gewesen sein, nicht Galiläer wie Christus und die anderen. Womöglich war Judas der Schatzmeister der Apostel.
Manche Experten halten ihn für den engsten Vertrauten von Jesus. Dadurch wird sein Verrat noch verachtenswerter. Er hat seinen Freund ausgeliefert. Er hat die Kreuzigung ermöglicht. Deshalb ist er in alle Ewigkeit verdammt. Der schlechte Ruf Judas gründet auf lediglich 18 Stellen in den Evangelien. Im Neuen Testament findet Judas Iskariot kaum Erwähnung. Das Wenige, das wir über ihn erfahren, ist unheilvoll. So wird er als Dieb dargestellt, der aus dem gemeinsamen Geldbeutel stiehlt. Ja, sogar als Person, die unter dem Einfluss des Teufels steht. Und wenn es nun eine andere Geschichte des Judas Iskariot gäbe? Eine Sichtweise, welche der Tradition widerspräche? Indizien belegen schon länger, dass es sie gibt. Um das Jahr 180 nach Christus verfasste Irenäus, einer der einflussreichsten Bischöfe der frühen Kirchengeschichte, einen vernichtenden Angriff auf ein damals populäres Buch. Titel des Buches: Das Evangelium des Judas. Darin ging es um das Verhältnis von Jesus und Judas. Judas hat danach Jesus gar nicht betrogen, sondern tat, was Jesus von ihm verlangte. Denn Judas kannte als einziger die Wahrheit, die Jesus verbreiten wollte. Doch diese Version der Geschichte des Judas wurde von Irenäus und anderen Kirchenvätern verdammt. Gebrandmarkt als Häresie wurde sie aus der Historie gelöscht und nie wieder gesehen. Tatsächlich? Um seine Echtheit zu beweisen, versammelt die Besitzerin des Evangeliums ein Expertenteam von Bibelkennern. Dabei wird sie von der National Geographic Society unterstützt. Dr. Stephen Emmel ist Experte für antike Papyri und Paläographie, die Wissenschaft antiker Handschriften. Dr. Marvin Meyer, ein Kenner des Koptischen, wird zusammen mit Kasser die abschließende Übersetzung verfassen. Dr. Timothy Jull ist Spezialist für Altersbestimmungen mit der sogenannten C14-Methode. Jeder Experte wird auf seinem Gebiet dazu beitragen, die eine Frage zu beantworten: Ist es echt? Papyrus-Experte Stephen Emmel kommt als erster zu einem Ergebnis. Er hat das Dokument stundenlang untersucht und hält eine moderne Fälschung für ausgeschlossen. Ich habe in meiner Karriere hunderte koptische Papyri gesehen. Dieses hier ist absolut typisch für antike koptische Manuskripte. Ich bin absolut sicher. Dennoch bleibt das Schriftstück geheimnisumwittert. Sie wissen nicht, wie es an seinen wahrscheinlichen Fundort in Ägypten kam und wann es geschrieben wurde. Um das herauszufinden, reist Koptologe Dr. Marvin Meyer nach Ägypten. Meyer glaubt, das Evangelium wurde ursprünglich im Mittleren Osten auf Griechisch verfasst und später zu einer christlichen Gemeinde nach Ägypten gebracht. Hier angekommen, wurde es seiner Überzeugung nach ins Koptische übertragen. Diese Sprache stammt direkt vom alten Ägyptisch der Pharaonen ab. Als das Judas-Evangelium in Ägypten übersetzt wurde, war diese Gegend ein wunderbarer und aufregender Ort. Ein Marktplatz der Ideen voller verschiedenster Menschen mit verschiedenen Weltansichten. Die ersten orthodoxen Christen, Gnostiker, Mönche und Leute aller Art trafen hier aufeinander. Sie tauschten ihre Ideen aus, diskutierten und schrieben Bücher. Eines dieser Bücher war der Kodex mit dem Judas-Evangelium. Einige Stellen aus dem Judas-Evangelium erinnern ihn an eine andere bahnbrechende Entdeckung der biblischen Archäologie, die Nag Hammadi-Schriften. Ein Schäfer stieß 1945 in Südägypten auf eine Sammlung von mehr als 30 antiken Schriften.
Vor über 30 Jahren befasste sich Meyer bereits mit ihrer Übersetzung. Es gibt ganz augenfällige Übereinstimmungen zwischen dem Judas-Evangelium und den Nag-Hammadi-Schriften. Das betrifft sowohl die verwendeten Namen als auch die darin vermittelte Weltsicht. Meyer meint, das Judas-Evangelium und die Nag-Hammadi-Schriften wurden von derselben religiösen Gruppe verfasst. Alles scheint zu passen. Die Kodizes von Nag Hammadi wurden auf das 3. und 4. Jahrhundert datiert. In dieser Zeit wurde, nach Meinung der Experten, auch das Judas-Evangelium verfasst. Inhalt, Datierung und Fundort lassen für Meyer keinen Zweifel. Das Evangelium des Judas ist tatsächlich eine authentische antike Schrift. Für den Kodex, der das Evangelium enthält, begann mit der Entnahme aus dem Grab eine seltsame und abenteuerliche Reise. Kairo 1980. Der Bauer verkauft seinen Fund, den Kodex mit dem Judas-Evangelium, auf dem ägyptischen Antiquitätenmarkt. Was genau danach geschah, ist ungewiss. Möglicherweise war es so. Der neue Besitzer des Dokuments, ein ägyptischer Händler, präsentiert seine Sammlung antiker Kunstgegenstände einer potenziellen Käuferin. Die Käuferin scheint an der gesamten, millionenschweren Kollektion des Ägypters interessiert. Die Frau gibt vor, im Auftrag eines reichen Kunden zu handeln. Doch sie lügt. Sie sondiert Appartement und Sammlung für einen Einbruch. Nachts kehrt sie ausgerüstet mit einem vollständigen Verzeichnis der Schätze des Ägypters zurück, um ausgewählte Stücke zu stehlen. Sie bricht ein und greift sich das Beste heraus, darunter auch den antiken Kodex. Als dieser in den Schwarzmarkt entschwindet, erkennt erstaunlicherweise noch niemand seinen unermesslichen Wert. Niemand ahnt, dass sich darin ein verlorenes Evangelium, eine Version des Verrates an Christus befindet, die seit fast 1800 Jahren verschollen ist. Warum haben frühe Christen ein Evangelium des Judas geschrieben? Jerusalem um 100 nach Christus. Im Jahrhundert nach dem Tod Christi ist die römisch regierte Stadt ein Ort großer religiöser Erregung. Judentum, römische Kulte und christliche Gruppen konkurrieren um Anhänger. Eine Religion ist dabei, sich von den anderen abzuheben: das Christentum. Das frühe Christentum sieht ganz anders aus, als wir es uns meist vorstellen. Eine Bibel gibt es nicht. Verschiedene Versionen der Heilsgeschichte werden von Christ zu Christ weitergegeben. Schließlich schreibt man diese Erzählungen in den Evangelien nieder. Doch das geschieht erst 30 bis 60 Jahre nach dem Tod von Christus. Die Wissenschaft glaubt, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schon lange vor Niederschrift ihrer Evangelien starben. Die Geschichte des frühen Christentums hält noch eine Überraschung bereit. Es gibt damals nicht nur 4, sondern über 30 Evangelien. Einige dieser frühen Christen werden heute Gnostiker, die Wissenden, genannt. Die Gnostiker waren Mystiker, Menschen also, die einen direkten Zugang zu Gott für möglich hielten. Gnostiker stammt vom griechischen Wort Gnosis, für Wissen. Es ist aber kein Alltagswissen, das man aus Büchern lernen kann. Es geht um Innerlichkeit, Intuition. Es ist die Fähigkeit, etwas über sich selbst zu erfahren. Das Wissen um einen göttlichen Funken, den man in sich trägt. Der Gott, dessen äußere Existenz man verkündet, ist identisch mit dem göttlichen Funken in uns selbst.
Viele Gnostiker waren Christen. Die meisten Texte der Nag Hammadi-Schriften werden von Gnostikern verfasst. Ihre Berichte über Christus sind wesentlich abstrakter und philosophischer als die des Neuen Testaments. Die frühen Kirchenväter bekämpfen die Gnostiker. Die Gnostiker predigen, der Körper sei ein Gefängnis für den göttlichen Geist darin. Sie interpretieren den Tod Jesu als etwas Gutes. Sie sehen Judas als Helden, der Christus bei der Befreiung seiner göttlichen Seele half. Solche Ideen schockieren die frühen Kirchenväter. Zusammen mit 30 anderen gnostischen Schriften weisen sie das Judas-Evangelium zurück und verweigern die Aufnahme in das Neue Testament. Wie entscheiden die Kirchenväter, was Eingang in das Neue Testament findet und was nicht? Denn irgendwie landet das Judas-Evangelium im Papierkorb. Dieser Prozess wird Jahrhunderte benötigen. Doch im Jahr 180 nach Christus erlebt er einen blutigen Beginn. Die Schweiz im Jahr 1983. Erstaunlicherweise gelang es dem ägyptischen Händler nach dem Diebstahl, den Kodex mit dem Judas-Evangelium zurückzuerlangen. 1983 taucht er damit wieder in Genf auf. Er lädt drei Wissenschaftler von amerikanischen Universitäten ein, für den Kodex und andere antike Dokumente ein Angebot zu machen. Einer dieser Experten ist Stephen Emmel, der Jahrzehnte später den Text des Evangeliums auf seine Echtheit überprüfen wird. Ich wurde im Mai 1983 gebeten, nach Genf zu fahren, um ein koptisches Manuskript zu prüfen, für das sich eine amerikanische Universitätsbibliothek interessierte. Die zum Kauf angebotene Papyrussammlung umfasste drei Manuskripte, zwei in Griechisch und eins in Koptisch. Emmel erkennt sofort den unermesslichen Wert des Kodex. Ich sah die ersten Seiten eines Papyrus-Kodex, der den Nag Hammadi-Schriften ähnelte und recht gut erhalten war. Geschrieben in einer gut lesbaren koptischen Handschrift. Beim Durchblättern entdeckte ich zufällig einen Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern. Besonders der Name Judas wurde immer wieder erwähnt. Weil er nur einen kurzen Blick darauf werfen kann, weiß Emmel nicht, dass er das Judas-Evangelium vor sich liegen hat. Die Verhandlungen sind fruchtlos. Die Wissenschaftler können insgesamt nur $100.000 ausgeben. Er wollte aber $3 Millionen haben. So viel konnten wir auf keinen Fall zusammenkratzen. Zum Beweis, dass er nicht nachtragend ist, lädt er die Wissenschaftler zum Essen ein. Irgendwann verschwand ich auf die Toilette. Dort notierte ich schnell auf einem Zettel alles, was ich über die beiden koptischen Manuskripte im Gedächtnis behalten hatte. In seinem Bericht zeichnet Emmel für die Zukunft des Kodex ein düsteres Bild. Solange es sich in den Händen des gegenwärtigen Besitzers befindet, droht dem Manuskript weiterer Verfall. Diese einzigartige Quelle muss schnellstmöglich in eine Bibliothek oder ein Museum gelangen, wo sie restauriert und veröffentlicht wird. Das geschieht nicht. Dass der Kodex nicht verkauft werden kann, ist fast sein Todesurteil. Der Ägypter bringt das Manuskript in die USA und versucht vergeblich, es an einen Sammler in New York zu verkaufen. Geschlagen legt er das antike Buch in ein Bankschließfach. Unglaublich, aber fast 16 Jahre lang liegt der Kodex in Hicksville, New York. Er trocknet aus, zerbröckelt, zerfällt zu Staub. Lyon, 180 nach Christus.
Ein einflussreicher Bischof namens Irenäus ordnet die christliche Botschaft. Dabei weist er die meisten Evangelien zurück. Das Christentum ist verboten. Seine Anhänger bezahlen für ihren Glauben mit dem Leben. Irenäus will helfen, den wahren Glauben festzuhalten und wählt aus den über 30 Evangelien 4 aus. Doch Irenäus wählt nicht einfach nur aus. Er attackiert das Häretische, das, was dem widerspricht. Darunter auch das Judas-Evangelium. Hicksville, New York, 1999. 16 Jahre in einem Bankschließfach vollenden beinahe, was den Kirchenvätern nicht gelungen ist. Die vollständige Zerstörung des Judas-Evangeliums. Ich habe davon gehört, Gerüchte. Schließlich kommt ihm die Antiquitätenhändlerin Frida Chakos auf die Spur. Niemand sprach darüber. Ich dachte, vielleicht ist es noch irgendwo. Ich könnte ja einmal nachsehen, ob es noch da ist. Und so war es. Sie nimmt mit dem ägyptischen Besitzer Kontakt auf. Er ist einverstanden, ihr den Text in New York zu zeigen. Die Ränder waren sehr brüchig. Ein Haufen Staubteilchen. Ein schrecklicher Anblick. Ein sehr schlechter Zustand. Ich wollte es schützen und Leuten in die Hand geben, die es lesen und konservieren können. Ich hatte eine Mission. Chakos möchte den Kodex wieder nach Ägypten bringen. Doch zuerst müssen zwei Dinge geschehen. Er muss restauriert werden, damit man ihn lesen kann, und seine Echtheit muss bewiesen werden. Das kann nur die sogenannte C14-Methode. Nun reisen 5 winzige Proben aus dem Kodex tausende Meilen weit in das Physikalische Institut der University of Arizona. Nachdem sie gereinigt wurden, gehen die kleinen Fragmente in Flammen auf. Alles, was danach übrig bleibt, sind kleine, kugelförmige Graphitüberreste. Diese kommen nun in die zimmergroße C14-Maschine. In 15 Stunden wird die C14-Maschine ein Datum liefern. Dann steht ein für alle Mal fest, ob das Judas-Evangelium echt oder eine Fälschung ist. Die Ergebnisse sind da. Die Wahrheit liegt in den Zahlen. Die C14-Datierung bestätigt, dass die Papyrusprobe aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus stammt. Das C14-Verfahren beweist erstmalig, dass das Dokument um das Jahr 280 nach Christus entstand, plus minus 50 Jahre. Damit ist das Evangelium des Judas tatsächlich ein antiker Text und keine Fälschung. Jetzt, wo man weiß, dass es echt ist, stellt sich die Frage nach dem Inhalt. In der Schweiz nähert sich die Restaurierung ihrem Ende. Das Evangelium spricht von einer besonderen Beziehung zwischen Jesus und Judas. Darin wird Judas zum Hüter der größten Geheimnisse überhaupt. Der Geheimnisse des Himmels. Unterscheidet sich das Judasbild dieses verlorenen Evangeliums so sehr von dem des Neuen Testaments? Tatsächlich galt Judas nicht immer als Schurke. Vom ersten Evangelium Markus bis zum letzten Johannes wird er immer teuflischer dargestellt.
Das Markus-Evangelium entstand um das Jahr 60. Von den meisten Wissenschaftlern wird es für das früheste gehalten. Judas wird hier nur ein Drittel so viel erwähnt wie zum Beispiel bei Johannes. Doch die Art der Darstellung ist bemerkenswert. Im Markus-Evangelium ist Judas kein Übeltäter. Dieser Raum wird in Anspielung auf eine Stelle des Markus-Evangeliums Großer Saal genannt. Der Überlieferung nach sollen Jesus und die Apostel hier das letzte Abendmahl eingenommen haben. Dr. William Klassen widmete einen Großteil seines Forscherlebens der Darstellung des Judas in den Evangelien. Bei Markus ist in der Schilderung des letzten Abendmahls von Judas keine Rede. Die Intimität dieser Szene kann nicht hoch genug bewertet werden. Jesus und die Jünger kommen sich hier sehr nahe. Die Ankündigung seines bevorstehenden Todes muss für die Apostel sehr schmerzlich gewesen sein. In Markus' Schilderung des Abendmahls wird Judas nicht als Verräter genannt. Doch im Matthäus-Evangelium, das als nächstes entstand, besteht kein Zweifel an seiner Schuld. Wahrscheinlich wurde das Matthäus-Evangelium 10 oder 12 Jahre nach Markus geschrieben. Matthäus gibt Judas zumindest teilweise Schuld. Der Verrat ereignet sich vor den Mauern Jerusalems im Garten Gethsemane. Judas identifiziert Jesus für die wartenden Soldaten mit dem wohl berühmtesten Kuss der Geschichte. Gemäß dem Matthäus-Evangelium war Judas verzweifelt, als er hörte, dass Jesus von Kaiphas an Pilatus überstellt worden sei. Judas wusste, dass Jesus in den Händen von Pilatus sterben würde. Deshalb ging er und brachte sich um. Das düsterste Porträt findet sich im Johannesevangelium, das zuletzt entstand. Hier wandelt sich Judas beim letzten Abendmahl vom Apostel zum leibhaftigen Bösen. Im Johannesevangelium ist Judas ein vollständig entwickelter teuflischer Charakter. Die interessante Frage ist nun, warum wird die Figur des Judas immer böser? Warum wird die Geschichte auf diese Weise erzählt? Manche Experten meinen, die Christen hätten Judas dämonisiert, um sich vom Judentum abzugrenzen und so ihrem Glauben das Überleben zu sichern. Im Jahre 66 nach Christus versuchten die Juden in einem verheerenden 4-jährigen Krieg, dem großen Aufstand, die Römer aus Judäa zu vertreiben. Jerusalem trotzte über Monate der römischen Belagerung. Als die Mauern fielen, ermordeten die Römer hunderttausende Juden. Und sie brannten den zweiten Tempel nieder,
das spirituelle Zentrum des jüdischen Lebens. Von ihm blieb nur der westliche Mauerteil übrig, an dem Juden bis heute die Zerstörung des Tempels beklagen. Die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 verschärfte die Probleme zwischen christlichen Juden und Juden, die nicht an Jesus als den Messias glaubten. Die Juden mussten sich über die Inhalte ihrer Religion klar werden. Was hieß es nun, ohne Tempel und Tempelopfer Jude zu sein? Eins war klar: Wir haben nichts zu tun mit diesen Leuten, die Jesus für den Messias halten. Der Riss zwischen Christen und Juden hatte noch einen anderen Grund. Christen öffneten ihre Gemeinden auch für Nichtjuden. Die Bewegung möchte geradezu für Nichtjuden attraktiv sein. Man versucht, Jesus aus dem Kontext des katastrophalen jüdischen Aufstands zu lösen. Jesus war kein Hochverräter gegen Rom, auch wenn er deswegen unschuldig ans Kreuz kam. Seine Anhänger konspirieren nicht gegen Rom, obwohl sie aufgrund dieser Anklage ständige Verfolgung erleiden. Tatsächlich wurde Jesus von Römern an ein römisches Kreuz genagelt. Doch die Juden sind immerfort dafür verantwortlich gemacht worden. Das in der Bibel entworfene Bild des heimtückischen Juden Judas wurde zu einer weiteren Quelle des Antisemitismus. In der Schweiz ist das Judas-Puzzle fast beendet. Nun kann das Evangelium des Judas zum ersten Mal seit fast 2000 Jahren gelesen werden. Einzelne Passagen zeigen ein Evangelium, das gleichermaßen fremd und vertraut wirkt. Einige Auszüge aus dem Evangelium. Das ist der geheime Bericht über die Offenbarung, die Jesus Judas 3 Tage vor Passa mitteilte. Als Jesus auf Erden wandelte, vollbrachte er zur Erlösung der Menschheit große Mysterien und Wunder. Weil die einen in Rechtschaffenheit lebten, während die anderen in Sünde sich ergingen, rief er 12 Jünger zu sich. Oft erschien er ihnen nicht in seiner vertrauten Gestalt, sondern weilte als Kind unter ihnen. So etwas findet sich oft in diesen Texten. Man darf das natürlich nicht wörtlich nehmen, wenn Jesus den Jüngern als Kind erscheint. Zu Beginn unterwies er sie nur in Dingen, die sie auch verstehen konnten. Sie begriffen nur seine einfachsten Lehren. Andere Texte berichten, Jesus sei so aufgetreten, dass ihn die Leute erkennen konnten. Einigen erschien er als Kind, anderen als erwachsener Mann, denn auf einem höheren Niveau verstand man ihn nicht. Das Judas-Evangelium vermittelt über vertraute Bilder außergewöhnliche Ideen. In Judäa fand er eines Tages die Jünger sitzend in frommer Andacht versammelt. Da sie ein Dankesgebet über das Brot sprachen, lachte er, als er zu ihnen trat. Die Jünger glauben, den wahren Gott anzubeten. Doch darin irren sie. Deshalb lacht Jesus. Sie beten den Schöpfer dieser Welt an. Doch das ist nicht der wahre Gott. Judas versteht als einziger. Für die Gnostiker war der Schöpfer der Erde kein verehrenswürdiger Gott. Heilig war nur der wahre, für den menschlichen Verstand nicht fassbare Gott. Jesus lacht über seiner Meinung nach falsche Frömmigkeit. Das verstehen die Apostel nicht und geraten über ihn in Wut. Hat
Liudali in Nashre Ach, da Kostab Go. Ihre Seelen wagten nicht vor ihm aufzustehen. Allein Judas Iskariot erhob sich. Jedana Manu, at Eman, at Oteita, Willa, Shewaina, di Malen, Shemma, di Chada, di Shalcha. Jesus fordert die Jünger heraus. Sie sollen ihm mit ihrer inneren, vollkommenen Person gegenübertreten. Diese vollkommene Person ist die innere, die spirituelle Person, die wahrhaft erkennt. Diese Person erkennt Gott und sich selbst. Die Jünger versuchten es, aber es gelang ihnen nicht. Also trat Judas vor und er konnte vor Jesus stehen. Jesus, wie andere jüdische Lehrer auch, predigte Jesus bestimmte Lehren für die Masse. Seine Jünger unterwies er im Geheimen in anderen Dingen. Genau so steht es im Markus-Evangelium. Judas hatte eine Vision, die seine Erwähltheit unterstreicht. Doch er versteht seine Vision nicht, bis sie ihm von Jesus erklärt wird. Nun versteht Judas seine Mission, Jesus zu verraten. Und er hat die Stärke und das Stehvermögen dazu. Doch er tut nichts Schlechtes. Es handelt sich um ein Opfer, eine Art Anbetung. Das ist eine gute, eine fromme Tat. Im Gegensatz zu den Evangelien des Neuen Testaments enthält das des Judas keine Schilderung der Kreuzigung. Es endet abrupt mit seinem Verrat. Weil es die Kreuzigung überging, verschärfte das Judas-Evangelium die Spannungen zwischen der entstehenden orthodoxen Kirche und den Gnostikern. In den frühen Evangelien sind Tod und Auferstehung Jesu das für die Erlösung Wesentliche. Sein Körper stirbt, dann lässt ihn Gott von den Toten auferstehen. Die körperliche Auferstehung ist enorm wichtig. Jesus erscheint in den Evangelien von Matthäus, Lukas und Johannes seinen Jüngern, damit sie sehen, dass er lebt. Sein Körper lebt. Das steht dem Inhalt des Judas-Evangeliums völlig entgegen. Dort wird der Tod nicht erwähnt, weil er nicht wirklich wichtig ist. Eine Schilderung der Auferstehung gibt es natürlich auch nicht. Die entscheidende Aussage ist, der Körper stirbt, doch der Geist existiert weiter. Für die Gnostiker musste Jesus sterben, um sich aus dem Gefängnis seines Körpers befreien zu können. In den Augen der orthodoxen Kirche machte diese Interpretation die Gnostiker zu Ketzern. Ein Evangelium ist aus dem Wüstensand Ägyptens aufgetaucht, um das Judas-Bild des Neuen Testaments zu erschüttern. Wir wissen, dass es sich um einen echten antiken Text handelt. Doch was sagt er uns heute? Das Evangelium des Judas bereichert unser Wissen über die Gnostiker des 2. Jahrhunderts ungemein. Ich bin sehr froh, dass es zugänglich gemacht wurde und nicht verloren ging. Doch es erzählt uns wohl nichts über den historischen Judas oder den historischen Jesus, geschweige denn über die Umstände, die im frühen 1. Jahrhundert zum Tod von Jesus führten. Es enthält wohl keine historischen Wahrheiten über Jesus und Judas. Wie kann er das wissen? Man verweist immer darauf, dass die anderen Evangelien aus dem 2. Jahrhundert oder später stammen. Zweifelsohne kommen unsere Texte aus dem 3. oder 4. Jahrhundert. Doch wir kennen nicht das Entstehungsdatum der Originale. Das ist unmöglich. Fast einhellig datiert die Wissenschaft die 4 Evangelien des Neuen Testaments auf die Jahre 60 bis 100 nach Christus. Durch Irenäus wissen wir von der Existenz des Judas-Evangeliums im Jahre 180 nach Christus. Doch wann das Original entstand, ist unbekannt.
Die Entscheidung, welchen Wert das Evangelium des Judas gegenüber dem Neuen Testament besitzt, ist weniger eine Frage des Entstehungsdatums als des Glaubens. Das ist eine Glaubensfrage. Ob diese Texte Autorität besitzen, ist eine religiöse Entscheidung, keine historische oder literaturwissenschaftliche. Für viele Gläubige steht das Judas-Evangelium für einen Widerspruch zur gängigen Lehre, für eine Fußnote der Geschichte. Für andere hingegen enthält es eine Botschaft, die einen Wert neben den Evangelien des Neuen Testaments besitzt. Das muss kein Widerspruch sein. Man muss sich nicht für das Markus-Evangelium oder Thomas oder Judas entscheiden. Die Nag Hammadi-Schriften und das Judas-Evangelium sind Puzzlestücke. Sie waren wohl auch nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie waren als Unterweisungen für Fortgeschrittene gedacht. Sie haben eine andere Funktion als die Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas. Ob fortgeschrittenen Kurs oder Irrweg, das Evangelium des Judas zwingt uns anzuerkennen, dass am Anfang nicht nur ein Christentum stand, sondern viele. Besonders der Entdeckung antiker Evangelien wie dem des Judas oder der Nag Hammadi-Schriften verdanken wir unser Wissen über Formen des Christentums, die sich nicht durchsetzten. Sie wurden an den Rand gedrängt und verschwanden schließlich. In erster Linie ist das Judas-Evangelium eine wichtige Quelle für die Erforschung des Gnostizismus. Überdies hilft es uns zu verstehen, wie die Frühkirche mit der Figur des Judas umging. Es gab und gibt Menschen, die sein Leben und seine Taten verehren. Das Judas-Evangelium wird umstritten bleiben. Das Judas-Evangelium illustriert die Vielfalt des frühen Christentums. Es beweist, dass der Mensch Gott immer auf verschiedene Weise gesehen hat. Während es zum Bestandteil unserer Geschichte wird, stellt sich eine Frage: Warum glauben wir, was wir glauben? Ein Expertenteam hat den Auftrag erhalten, Echtheit und Inhalt eines äußerst ungewöhnlichen Dokuments zu prüfen. Impossible, incroyable. Unglaublich. Wie kann man ein Judas-Evangelium schreiben? Zufällig entdeckt, zweimal verkauft und einmal gestohlen. In einem Wettlauf mit der Zeit müssen seine Seiten konserviert werden, bevor sie zu Staub zerfallen. Ist das Dokument eine antike Ketzerei, die unter Verschluss bleiben sollte? Oder handelt es sich um einen wahren Bericht, der unser Bild von Jesus Christus ändern wird? Heute können wir es zum ersten Mal lesen. Das Judas-Evangelium. Viele Geschichten ranken sich um die Entdeckung des Judas-Evangeliums. Eine der glaubwürdigsten ist folgende. Ägypten 1978. An den Ufern des Nils geht ein Bauer auf Schatzsuche. Vorsichtig steigt er in eine Höhle. In alten Zeiten begrub man in diesen Kammern die Toten. Unserer Geschichte zufolge sucht dieser Bauer Gold und Juwelen. Alles, was Wert haben könnte. Stattdessen entdeckt er zwischen Knochen eine steinerne Kiste. Darin findet er etwas Unerwartetes. Ein geheimnisvolles, in Leder gebundenes Buch. Ein sogenannter Kodex. Er weiß nicht, dass er einen der wichtigsten Funde der biblischen Archäologie in Händen hält. Ein vor 1800 Jahren verdammtes Dokument, das der vorherrschenden Lehre widersprach. Jahre später, New York im Jahre 2000. Auf dem Weg zum Flughafen erfährt Antiquitätenhändlerin Frida Nussberger-Tschakos erstaunliche Neuigkeiten. Vor kurzem hat sie den Kodex von einem ägyptischen Händler gekauft. Nun lässt sie ihn an der Yale University überprüfen. Ein Experte teilt ihr die Sensation mit.
He had an extremely emotional voice. Er klang ganz aufgeregt und sagte, Frieda, das ist fantastisch. Das sind ganz bedeutende Manuskripte. Ich glaube, es ist das Judas-Evangelium. Tschakos erntet nun die Früchte jahrelanger Nachforschungen. Ohne seinen Inhalt zu kennen, war sie von dem geheimnisvollen Kodex regelrecht besessen. Denke ich darüber nach, ist es mehr als nur eine Mission. Ich glaube, Judas hat mich erwählt, um ihn zu rehabilitieren. Die Schweiz im Jahr 2002. Zum ersten Mal öffnet die weltbekannte Buchrestauratorin Florence Darbre die Kassette mit dem Judas-Evangelium. In 30 Arbeitsjahren hatte sie noch nie eine antike Quelle in so schlechtem Zustand gesehen. Die empfindlichen Papyrusseiten sind in hunderte Teile zerbrochen. Um Antworten auf ihre Fragen zu finden, braucht sie Verbündete. Rodolf Kasser ist weltweit einer der besten Kenner des Koptischen, einer alten ägyptischen Sprache. In dieser Sprache wurde die Schrift verfasst. Es wird Jahre dauern, um alle Teile zusammenzusetzen. Dann können sie ihre von den frühen Kirchenvätern verdammte Geschichte erzählen. Doch selbst in diesem Zustand fällt eine Zeile ins Auge. Es ist der Titel Evangelium Judas. Das Judas-Evangelium. Wer war Judas Iskariot? Der Bibel nach war er der Apostel, der Jesus Christus verriet. Ohne ihn wäre es vielleicht nie zur Kreuzigung gekommen. Obwohl so berüchtigt, wissen wir doch nur wenig über ihn. Er gehörte zu den 12 Aposteln. Er könnte Judäer gewesen sein, nicht Galiläer wie Christus und die anderen. Womöglich war Judas der Schatzmeister der Apostel. Manche Experten halten ihn für den engsten Vertrauten von Jesus, Evangelien 4, aus. Doch Irenäus wählt nicht einfach nur aus. Er attackiert das Häretische, das, was dem widerspricht. Darunter auch das Judas-Evangelium. Hicksville, New York, 1999. 16 Jahre in einem Bankschließfach vollenden beinahe, was den Kirchenvätern nicht gelungen ist. Die vollständige Zerstörung des Judas-Evangeliums. Ich habe davon gehört, Gerüchte. Schließlich kommt ihm die Antiquitätenhändlerin Frieda Tschakos auf die Spur. Niemand sprach darüber. Ich dachte, vielleicht ist es noch irgendwo. Ich könnte ja einmal nachsehen, ob es noch da ist. Und so war es. Sie nimmt mit dem ägyptischen Besitzer Kontakt auf. Er ist einverstanden, ihr den Text in New York zu zeigen. Die Ränder waren sehr brüchig. Ein Haufen Staubteilchen. Ein schrecklicher Anblick. Ein sehr schlechter Zustand. Ich wollte es schützen und Leuten in die Hand geben, die es lesen und konservieren können. Ich hatte eine Mission. Tschakos möchte den Kodex wieder nach Ägypten bringen. Doch zuerst müssen zwei Dinge geschehen. Er muss restauriert werden, damit man ihn lesen kann, und seine Echtheit muss bewiesen werden. Das kann nur die sogenannte C14-Methode. Nun reisen 5 winzige Proben aus dem Kodex tausende Meilen weit in das Physikalische Institut der University of Arizona. Nachdem sie gereinigt wurden, gehen die kleinen Fragmente in Flammen auf. Alles, was danach übrig bleibt, sind kleine, kugelförmige Graphitüberreste.
Diese kommen nun in die zimmergroße C-14-Maschine. In 15 Stunden wird die C-14-Maschine ein Datum liefern. Dann steht ein für alle Mal fest, ob das Judas-Evangelium echt oder eine Fälschung ist. Die Ergebnisse sind da. Die Wahrheit liegt in den Zahlen. Die C14-Datierung bestätigt, dass die Papyrusprobe aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus stammt. Das C14-Verfahren beweist erstmalig, dass das Dokument um das Jahr 280 nach Christus entstand, plus minus 50 Jahre. Damit ist das Evangelium des Judas tatsächlich ein antiker Text und keine Fälschung. Jetzt, wo man weiß, dass es echt ist, stellt sich die Frage nach dem Inhalt. In der Schweiz nähert sich die Restaurierung ihrem Ende. Das Evangelium spricht von einer besonderen Beziehung zwischen Jesus und Judas. Darin wird Judas zum Hüter der größten Geheimnisse überhaupt, der Geheimnisse des Himmels. Unterscheidet sich das Judas-Bild dieses verlorenen Evangeliums so sehr von dem des Neuen Testaments? Tatsächlich galt Judas nicht immer als Schurke. Vom ersten Evangelium Markus bis zum letzten Johannes wird er immer teuflischer dargestellt. Das Markus-Evangelium entstand um das Jahr 60. Von den meisten Wissenschaftlern wird es für das früheste gehalten. Judas wird hier nur ein Drittel so viel erwähnt wie zum Beispiel bei Johannes. Doch die Art der Darstellung ist bemerkenswert. Im Markus-Evangelium ist Judas kein Übeltäter. Dieser Raum wird in Anspielung auf eine Die frühen Kirchenväter bekämpfen die Gnostiker. Die Gnostiker predigen, der Körper sei ein Gefängnis für den göttlichen Geist darin. Sie interpretieren den Tod Jesu als etwas Gutes. Sie sehen Judas als Helden, der Christus bei der Befreiung seiner göttlichen Seele half. Solche Ideen schockieren die frühen Kirchenväter. Zusammen mit 30 anderen gnostischen Schriften weisen sie das Judas-Evangelium zurück und verweigern die Aufnahme in das Neue Testament. Wie entscheiden die Kirchenväter, was Eingang in das Neue Testament findet und was nicht? Denn irgendwie landet das Judas-Evangelium im Papierkorb. Dieser Prozess wird Jahrhunderte benötigen. Doch im Jahr 180 nach Christus erlebt er einen blutigen Beginn. Die Schweiz im Jahr 1983. Erstaunlicherweise gelang es dem ägyptischen Händler nach dem Diebstahl, den Kodex mit dem Judas-Evangelium zurückzuerlangen. 1983 taucht er damit wieder in Genf auf. Er lädt drei Wissenschaftler von amerikanischen Universitäten ein, für den Kodex und andere antike Dokumente ein Angebot zu machen. Einer dieser Experten ist Stephen Emmel, der Jahrzehnte später den Text des Evangeliums auf seine Echtheit überprüfen wird. Ich wurde im Mai 1983 gebeten, nach Genf zu fahren, um ein koptisches Manuskript zu prüfen, für das sich eine amerikanische Universitätsbibliothek interessierte. Die zum Kauf angebotene Papyrussammlung umfasste drei Manuskripte, zwei in Griechisch und eins in Koptisch. Emmel erkennt sofort den unermesslichen Wert des Kodex.
Ich sah die ersten Seiten eines Papyrus-Kodex, der den Nag Hammadi-Schriften ähnelte und recht gut erhalten war. Geschrieben in einer gut lesbaren koptischen Handschrift. Beim Durchblättern entdeckte ich zufällig einen Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern. Besonders der Name Judas wurde immer wieder erwähnt. And in particular the name Judas came up again and again. Weil er nur einen kurzen Blick darauf werfen kann, weiß Emil nicht, dass er das Judas-Evangelium vor sich liegen hat. Die Verhandlungen sind fruchtlos. Die Wissenschaftler können insgesamt nur $100,000 ausgeben. Er wollte aber $3 Millionen haben. So viel konnten wir auf keinen Fall zusammenkratzen. Zum Beweis, dass er nicht nachtragend ist, lädt er die Wissenschaftler zum Essen ein. Irgendwann verschwand ich auf die Toilette. Dort notierte ich schnell auf einem Zettel alles, was ich über die beiden koptischen Manuskripte im Gedächtnis behalten hatte. In seinem Bericht zeichnet Emil für die Zukunft des Kodex ein düsteres Bild. Solange es sich in den Händen des gegenwärtigen Besitzers befindet, droht dem Manuskript weiterer Verfall. Diese einzigartige Quelle muss schnellstmöglich in eine Bibliothek oder ein Museum gelangen, wo sie restauriert und veröffentlicht wird. Das geschieht nicht. Dass der Kodex nicht verkauft werden kann, ist fast sein Todesurteil. Der Ägypter bringt das Manuskript in die USA und versucht vergeblich, es an einen Sammler in New York zu verkaufen. Geschlagen legt er das antike Buch in ein Bankschließfach. Unglaublich, aber fast 16 Jahre lang liegt der Kodex in Hicksville, New York. Er trocknet aus, zerbröckelt, zerfällt zu Staub. Lyon, 180 nach Christus. Ein einflussreicher Bischof namens Irenäus ordnet die christliche Botschaft. Dabei weist er die meisten Evangelien zurück. Das Christentum ist verboten. Seine Anhänger bezahlen für ihren Glauben mit dem Leben. Irenäus will helfen, den wahren Glauben festzuhalten und wählt aus den über 30 Evangelien. Dadurch wird sein Verrat noch verachtenswerter. Er hat seinen Freund ausgeliefert. Er hat die Kreuzigung ermöglicht. Deshalb ist er in alle Ewigkeit verdammt. Der schlechte Ruf Judas gründet auf lediglich 18 Stellen in den Evangelien. Im Neuen Testament findet Judas Iskariot kaum Erwähnung. Das Wenige, das wir über ihn erfahren, ist unheilvoll. So wird er als Dieb dargestellt, der aus dem gemeinsamen Geldbeutel stiehlt. Ja, sogar als Person, die unter dem Einfluss des Teufels steht. Und wenn es nun eine andere Geschichte des Judas Iskariot gäbe? Eine Sichtweise, welche der Tradition widerspräche? Indizien belegen schon länger, dass es sie gibt. Um das Jahr 180 nach Christus verfasste Irenäus, einer der einflussreichsten Bischöfe der frühen Kirchengeschichte, einen vernichtenden Angriff auf ein damals populäres Buch. Titel des Buches: Das Evangelium des Judas. Darin ging es um das Verhältnis von Jesus und Judas. Judas hat danach Jesus gar nicht betrogen, sondern tat, was Jesus von ihm verlangte. Denn Judas kannte als einziger die Wahrheit, die Jesus verbreiten wollte. Doch diese Version der Geschichte des Judas wurde von Irenäus und anderen Kirchenvätern verdammt. Gebrandmarkt als Häresie wurde sie aus der Historie gelöscht und nie wieder gesehen. Tatsächlich? Um seine Echtheit zu beweisen, versammelt die Besitzerin des Evangeliums ein Expertenteam von Bibelkennern. Dabei wird sie von der National Geographic Society unterstützt.
Dr. Stephen Emmel ist Experte für antike Papyri und Paläographie, die Wissenschaft antiker Handschriften. Dr. Marvin Meyer, ein Kenner des Koptischen, wird zusammen mit Kasser die abschließende Übersetzung verfassen. Dr. Timothy Jull ist Spezialist für Altersbestimmungen mit der sogenannten C14-Methode. Jeder Experte wird auf seinem Gebiet dazu beitragen, die eine Frage zu beantworten. Ist es echt? Papyrus-Experte Stephen Emmel kommt als erster zu einem Ergebnis. Er hat das Dokument stundenlang untersucht und hält eine moderne Fälschung für ausgeschlossen. Ich habe in meiner Karriere hunderte koptische Papyri gesehen. Dieses hier ist absolut typisch für antike koptische Manuskripte. Ich bin absolut sicher. Dennoch bleibt das Schriftstück geheimnisumwittert. Sie wissen nicht, wie es an seinen wahrscheinlichen Fundort in Ägypten kam und wann es geschrieben wurde. Um das herauszufinden, reist Koptologe Dr. Marvin Meyer nach Ägypten. Meyer glaubt, das Evangelium wurde ursprünglich im Mittleren Osten auf Griechisch verfasst und später zu einer christlichen Gemeinde nach Ägypten gebracht. Hier angekommen, wurde es seiner Überzeugung nach ins Koptische übertragen. Diese Sprache stammt direkt vom alten Ägyptisch der Pharaonen ab. Als das Judas-Evangelium in Ägypten übersetzt wurde, war diese Gegend ein wunderbarer und aufregender Ort. Ein Marktplatz der Ideen voller verschiedenster Menschen mit verschiedenen Weltansichten. Die ersten orthodoxen Christen, Gnostiker, Mönche und Leute aller Art trafen hier aufeinander. Sie tauschten ihre Ideen aus, diskutierten und schrieben Bücher. Eines dieser Bücher war der Kodex mit dem Judas-Evangelium. Einige Stellen aus dem Judas-Evangelium erinnern ihn an eine andere bahnbrechende Entdeckung der biblischen Archäologie, die Nag Hammadi-Schriften. Ein Schäfer stieß 1945 in Südägypten auf eine Sammlung von mehr als 30 antiken Schriften. Vor über 30 Jahren befasste sich Meyer bereits mit ihrer Übersetzung. Es gibt ganz augenfällige Übereinstimmungen zwischen dem Judas-Evangelium und den Nag Hammadi-Schriften. Das betrifft sowohl die verwendeten Namen als auch die darin vermittelte Weltsicht. Meyer meint, das Judas-Evangelium und die Nag Hammadi-Schriften wurden von derselben religiösen Gruppe verfasst. Alles scheint zu passen. Die Kodizes von Nag Hammadi wurden auf das 3. und 4. Jahrhundert datiert. In dieser Zeit wurde, nach Meinung der Experten, auch das Judas-Evangelium verfasst. Inhalt, Datierung und Fundort lassen für Meyer keinen Zweifel. Das Evangelium des Judas ist tatsächlich eine authentische antike Schrift. Für den Kodex, der das Evangelium enthält, begann mit der Entnahme aus dem Grab eine seltsame und abenteuerliche Reise. Kairo 1980. Der Bauer verkauft seinen Fund, den Kodex mit dem Judas-Evangelium, auf dem ägyptischen Antiquitätenmarkt. Was genau danach geschah, ist ungewiss. Möglicherweise war es so. Der neue Besitzer des Dokuments, ein ägyptischer Händler, präsentiert seine Sammlung antiker Kunstgegenstände einer potenziellen Käuferin. Die Käuferin scheint an der gesamten, millionenschweren Kollektion des Ägypters interessiert. Die Frau gibt vor, im Auftrag eines reichen Kunden zu handeln. Doch sie lügt. Sie sondiert Appartement und Sammlung für einen Einbruch. Nachts kehrt sie ausgerüstet mit einem vollständigen Verzeichnis der Schätze des Ägypters zurück, um ausgewählte Stücke zu stehlen.
Sie bricht ein und greift sich das Beste heraus. Darunter auch den antiken Kodex. Als dieser in den Schwarzmarkt entschwindet, erkennt erstaunlicherweise noch niemand seinen unermesslichen Wert. Niemand ahnt, dass sich darin ein verlorenes Evangelium, eine Version des Verrates an Christus befindet, die seit fast 1800 Jahren verschollen ist. Warum haben frühe Christen ein Evangelium des Judas geschrieben? Jerusalem um 100 nach Christus. Im Jahrhundert nach dem Tod Christi ist die römisch regierte Stadt ein Ort großer religiöser Erregung. Judentum, römische Kulte und christliche Gruppen konkurrieren um Anhänger. Eine Religion ist dabei, sich von den anderen abzuheben: das Christentum. Das frühe Christentum sieht ganz anders aus, als wir es uns meist vorstellen. Eine Bibel gibt es nicht. Verschiedene Versionen der Heilsgeschichte werden von Christ zu Christ weitergegeben. Schließlich schreibt man diese Erzählungen in den Evangelien nieder. Doch das geschieht erst 30 bis 60 Jahre nach dem Tod von Christus. Die Wissenschaft glaubt, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schon lange vor Niederschrift ihrer Evangelien starben. Die Geschichte des frühen Christentums hält noch eine Überraschung bereit. Es gibt damals nicht nur 4, sondern über 30 Evangelien. Einige dieser frühen Christen werden heute Gnostiker, die Wissenden, genannt. Die Gnostiker waren Mystiker, Menschen also, die einen direkten Zugang zu Gott für möglich hielten. Gnostiker stammt vom griechischen Wort Gnosis, für Wissen. Es ist aber kein Alltagswissen, das man aus Büchern lernen kann. Es geht um Innerlichkeit, Intuition. Es ist die Fähigkeit, etwas über sich selbst zu erfahren. Das Wissen um einen göttlichen Funken, den man in sich trägt. Der Gott, dessen äußere Existenz man verkündet, ist identisch mit dem göttlichen Funken in uns selbst. Viele Gnostiker waren Christen. Die meisten Texte der Nag Hammadi-Schriften werden von Gnostikern verfasst. Ihre Berichte über Christus sind wesentlich abstrakter und philosophischer als die des Neuen Testaments.